Merhaba, ihr Verborgenen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Liebe Freunde, es wird gerade dunkel. Und in der letzten Folge habe ich ja das letzte Buch gefunden, bin dann ins Haus der Weisheit, aber die Quest wurde nicht abgeschlossen. Und Freunde, das ist kein Bug, das soll so. Und dann habe ich gegoogelt, hä, was ist da los? Und dann habe ich mich gespoilert. Ich habe auf Reddit geguckt, so ein Post, und der erste Kommentar darunter beinhaltete gleich die Antwort. Und Freunde, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass ich mich gespoilert habe, denn es gibt noch ein geheimes Buch. Und niemals, niemals hätte ich das noch gefunden. Ich zeige euch mal, wo das ist. So, ich hätte das finden können, als ich schon mal da war. Wir müssen dahin. Ich hätte das schon finden können. Das ist ein Ort, wo ich schon war. Das habe ich aber, glaube ich, offscreen gemacht. Und das Buch wird auf der Karte nicht angezeigt. Und ich bin da natürlich hin. Da gab es dann einen... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach. Kurz hier markieren. Wir müssen hier hin. Ja, nee. Geh mal weg. Geh mal... Wir müssen... dahin. Ja, da gibt es einen Codex-Eintrag, den habe ich natürlich eingesammelt, aber das Buch habe ich übersehen, das geheime Buch. Zack. Das holen wir jetzt natürlich noch schnell, bevor wir uns mit Nihal treffen. Schön mit Basims Valhalla-Outfit. Und Freunde, ich hatte ja gestern mir Valhalla nochmal installiert. Damit ich auch das Outfit bekomme. Das kriegst du ja nur, wenn du Valhalla spielst, quasi auf dem gleichen Ubisoft-Konto. Und Freunde, ich hab's gespielt und ich habe ein Reshade-Preset. Natürlich, ihr kennt's, der Ruckel wertet da auf, was geht. Ich habe nochmal ein Reshade-Preset installiert und Freunde, das schmeckt richtig, Freunde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Valhalla. Da habe ich so Bock drauf, ne? Wirklich, es wird schön. Es wird schön. Yalla! So, komm. Komm her, gib nochmal Gas hier. So weit ist es doch nicht. So, nochmal kurz Pause machen. Luft holen. Yalla! Und jetzt nochmal Gas geben. Let's go. Ja, hier ist diese Ruine. Und diese Ruine beherbergt ein Geheimnis. Jetzt erstmal absteigen hier. Und zwar gibt es hier diesen Steinboden, nenne ich es jetzt mal. Den wir natürlich zerbrechen können mit irgendwas. Da ist wahrscheinlich kein Hinweis darauf. Huch, nee, das wollte ich nicht. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier sind die Ölkannen, aber die kann ich ja nicht... Ach, da oben sind die. Kann ich ja nicht schleudern. So. Hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir mit natürlich. Ist doch klar. Steht hier. Mal kurz gucken, ob es da einen Hinweis drauf gibt. Als ich Al-Majisti durchging, verglich ich die Äquinoktialstunden, die über die Jahre aufgezeichnet wurden, mit meinen eigenen Beobachtungen des sich drehenden Himmels. Die Berechnungen stimmen überein. Bei der Suche nach einem neuen Aussichtspunkt stolperte ich über alte Ruinen und fand ein seltsames Buch, das in Leder gebunden und mit Metallschnallen versehen war. Es scheint sich um Himmelbeobachtungen zu handeln, doch als ich es lesen wollte, stieg eine Dunkelheit herab. Ja, hier gibt es nochmal einen Hinweis darauf. Ich hab's echt übersehen. Na gut, aber man geht halt davon aus, dass das halt alles angezeigt wird. So, das müsste ja genau reichen. Zack. Naja. Ist kaputt gegangen. Oh! Ah, da greife ich doch zu. Das Buch der Toten. Das kann ich bestimmt nicht lesen, oder? Jetzt muss ich doch mal nachschauen. Ich glaube nicht an Magie, wie Nihal es tut, aber ich finde es schwer vorstellbar,
dass dieser Al-Hazret dies als Scherz ersann. Seine Beschwörungsformeln ziehen mich an und stoßen mich doch ab. Ich wage es nicht, irgendetwas davon laut auszusprechen, aus Furcht, dass die in diesem Werk beschriebenen Schrecken in die Welt kommen. Es ist töricht, ich weiß, aber dieses Buch hat etwas an sich, das ich nicht erklären kann. Okay, na gut. Denn machen wir natürlich eine Schnellreise zurück ins Haus der Weisheit. Und dann treffen wir uns mit Nihal. Ich will das alles abgeschlossen haben, Freunde. Ja. Rätsel habe ich nicht gesucht, aber ey. Come on. Come on. Weiß ich nicht, vielleicht mache ich auch irgendwie eine Special-Folge, wo ich das noch mache, aber eher nicht. So, Haus der Weisheit ist da drüben. Nein, egal. Alep. Oh. Hui. Zack. Haus der Weisheit. Oh, ich dachte, der hätte jetzt zugemacht hier. Kommen ständig Leute durchs Fenster. Hallo. Hast du etwas für mich? Ja. Ich fand dieses seltsame Buch. Ist das etwas für dich? Oh, ho, ho, ho. Weißt du, was das ist? Es hat viele Namen. Ich kenne es als Buch der Toten. Ich auch. Es bedeutet den Tod für einen jeden, der es liest. Zumindest, wenn man den Geschichten glaubt. Ich tue das nicht. Aber es bleibt in meinem Schrank, wo es keinen Schaden anrichten kann, zur Sicherheit. Fall geschlossen, der Bücherwurm. Monströser Talisman. Alter, den hänge ich mir um. So, erstmal Nachforschungen. Oh, tut das gut. Tut das gut, das zu sehen. Sehr schön, Freunde. Dann kloppe ich mir den gleich mal um die Ohren. Drei fehlen uns hier noch. Und auch bei den Outfits, ne? Hier fehlt noch eins. Das hatten wir ja bekommen von ihm. Gelehrtenverkleidung. Schaue ich mir auch noch mal kurz an, was wir das alles mal anhatten. Oh, ist schon in Ordnung. So, ich mache wieder die Basim-Verkleidung. Die müssen wir uns wirklich merken, Freunde. Die werden wir nämlich wiedersehen. So. Monturfarben fehlen mir halt noch ein paar und so, aber Krimskrams. Pillepalle. So, okay. Jetzt auf zu Nihal, liebe Freunde. Zack. Let's go. Basim, weit bist du gereist. Die Erde hat sich unter meinen Füßen bewegt. Ich muss auf festeren Grund. Ich brauche mein Zuhause. Ich brauche Nihal. Machen wir doch, mein Guter, machen wir doch. Zack. Halt, hier stecke ich nochmal was ein. Die Jugend? Ich weiß gar nicht, wie alt ist ein Basim da zu der Zeit? 30? Nee. Oh. Schnell weg. Weißt du, was ich auch mal machen kann? Was ich noch nie gemacht habe? Hier so einen Kollegen bestechen. Die Schurke ist entschlossen, meinen Ruf zu beschmutzen. Nimm dies als Beweis meiner Unschuld. Damit ich das auch mal gemacht habe. So, Nihal. Was können wir noch glauben, Freunde? Giftige Worte hat uns die Schlange ins Ohr geflüstert. Wir scheinen nicht der zu sein, für den wir uns halten. Hier sind wir wieder, wo alles begann. Merhaba, liebe Freunde. Da muss ich mich mal ganz kurz dazwischen schalten. Denn es gibt hier noch einen neuen Auftrag bei den Verborgenen.
Ja, und den will ich natürlich noch abschließen, bevor die ganze Story zu Ende ist. Deswegen machen wir das jetzt auch nochmal ganz schnell. Die Tänzerin, Belohnung für erfüllte Bitte des Auftraggebers ist, ja, da die Belohnung keinen Schaden nehmen. Das ist die Bitte. Na gut. Das machen wir auch mal ganz schnell. Welt. So. Da müssen wir da unten hin. Da kann ich nicht schnell hinreisen. Warum kann ich da nicht schnell hinreisen eigentlich? Hier irgendwo in die Nähe. In die Nähe. Dann am besten hier hin. Ja, den wollte ich jetzt einfach nochmal dazwischen hauen. Ich hoffe auch, dass das jetzt der letzte Auftrag ist, liebe Freunde. Damit wir dann auch wirklich alles vom Spiel gesehen haben. Ja, aber Ruckel, du hast gar nicht die Rätsel gemacht. Ich weiß. Ja, ich weiß. So, damit wir dann fast alles vom Spiel gesehen haben. So. Ja. Ja. Zack. Wo ist denn die Gute? Vergiss es, Junge. Scheinbar ja doch. Na, jetzt hat er mich gesehen. Verdammt. Na, komm her. Zack. War das gerade ein One-Hit? Das ist der Ort. Eliminier. Zack. Wie? Kein... Ich hab die Quest doch noch gar nicht angefangen! Ach so, seit ich diesen Ort betreten habe, quasi. Na super. Habe ich das auch wieder erfolgreich verkackt? Vor allem keinen Schaden nehmen. Das hätte man eigentlich easy hinbekommen. Aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon losgeht. Wo ist denn die Gute? Nice Wachen auf jeden Fall. Mord! Hilfe! Oh. Ein Mörder! Ein Mörder! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Schnell nach oben! Ach nee, da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Pass mal auf. Dann nehmen wir... Ach nee, Ihmchen kann ich gar nicht mitnehmen. Ach, komm schon. Zack. Zack. So, haben wir... Nee, haben wir nicht. Oh. Hallo. So, Jasmin, bist du Jasmin? Jasmin? Leise, sonst hören dich noch die Wachen. Jasmin könnte im Empfangsraum im zweiten Geschoss sein. Ja, klar. Fangen wir ja auch nochmal. Jasmin? Bist du blind? Ich sehe nicht aus wie sie. Versuch es oben. Okay. Hier geht's nicht hoch. Da geht's hoch. So. Was? Zack. Jasmin. Da hinten ist jemand. Was habe ich denn jetzt eigentlich auf dem Rücken? Jasmin? Jasmin? Jasmin?
Ich weiß nicht. Versuch es doch ein Zimmer weiter. Ein Zimmer weiter. Verhaltet okay. euch ruhig. Was heißt denn ein Zimmer weiter? Halt, da ist noch jemand. Jasmin? Jasmin? Das wird dich nicht retten. Endlich! Meine Gebete wurden erhört. Du wirkst, als könntest du mich in Sicherheit bringen. Na klar. Folge mir. Schlagt Alarm! Ruft die Wachen! Der Gesetzlose ist hier! Psst. Njau, kann aber flitzen, ey. Warte doch mal! Sie kommen. Kümmere dich um die Wachen, während ich die Tür in diesem Gang aufsperre. Na, kommt mal her, Jungs. Bumm. Ah, jetzt brenne ich selber, oder was? Ah! Verdammt! Ah! Töten! Zack, komm! Zack! So, ist offen. Go, go, go! Ja, noch was schnabulieren. Los! Ist doch vorhin so gerannt, jetzt rennen! Psst, Mann! Sie durchsuchen den Garten. Koste den Tod! Kümmere dich um sie. Mal gucken. Zack. Na, kommt her, Jungs. Wo seid ihr denn? Zack. 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 So, wir können weiter. Die Gefahr ist vorbei. Weg da. Mal die Großen hier. Was? Warum? So, kein Problem. Komm her. Zack. Der Weg ist frei. Weiter geht's. So. Wo sind die Wachen? Psst. Unfassbar, dass ich frei bin. Kein Problem. Wie kann ich das je wieder gut machen? Deine Sicherheit ist Lohn genug. Ich muss dann weg. Du Schurke. Okay, Freunde, ich glaube, das war die letzte Quest der Verborgenen. Gehe hier noch zu einem schönen Fleckchen, vielleicht hier hoch, genau. Und dann kommt jetzt wieder ein Cut und wir sehen uns dann gleich in der Hauptstory wieder. Bis gleich. Krass. Basim, geht es dir gut? Basim. Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut. Let's go.
Bist du sicher, dass du Bagdad verlassen willst? Du wirst Basims Reise nach Alamut abschließen müssen, bevor du nach Bagdad zurückkehren kannst. Ja. Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Hör! Lauf zu! Schneller! Alamut. Das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Auf der Jagd nach der Wahrheit. Eile zum Lager zurück. Okay. Ruhig. Ruhig, Mädchen. Alles ist gut.
Alles ist gut. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit. Wo du auch sein magst. Nein, verdammt. Ich wollte doch was naschen. Aber geht nicht. Ah, dieser Soundtrack, dieses Main-Theme von Assassin's Creed, ne? Und dann auch in den unterschiedlichen Sprachen. Ah. Rette Raihan. Darunter auch Mentor Raihan. Na dann los. Finde Frieden, Krieger. Kommt her. Was ist wahr, was er dir gesagt hat? Ich weiß, du bist nach. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger. Man muss sich doch ein bisschen... Scheiße. Was geht denn da jetzt ab? Leute, wartet doch mal. Zack. 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 So, dann komm mal her. Nun sterbst du. Zack, nächster bitte. Zack, nächster bitte. Oh, die halten aber gut aus, die Brüder. Zack. Ja. Hey! Erbärmlich. Komm her. Komm her. Lass dich zermalmen, Schwächling. Was mache ich denn, verdammt? Nein. Ich rufe nee. Hilfe. Ich habe auch keine. Wo kommt der? Dann halt so. So. Was? Was? Ja, grüße dich. Riesen sei Allah. Ich sehe niemand anderes. Komm, hilf mir, die Fesseln loszuwerden. Ich würde gern, aber irgendwie. Muss ich jetzt zu... Ja! Was machst du denn? Befreie mich! Ich würde gern... Hallo! Spiel! Ich kann ihn nicht losbinden. Hallo! Geht nicht! Anderes kann ich ja nicht tun. Ich geh nochmal kurz weg, vielleicht geht's jetzt. Hasim, du sollst in die Richtung... Der drehte... Du schlägst in die Richtung und er dreht sich um und schlägt in die andere Richtung. Warum? Jetzt, jetzt. Was denn? Wie... Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor.
über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen, weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du... du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt... Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Okay, na dann. Auf zum Tempel. Grüß dich. Der ist wahrscheinlich, hatte Urlaub oder so und ist gerade wiedergekommen. Was denn hier los? Der Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Sperrgebiet. In meinem eigenen Zuhause? Ich glaube nicht. Es sind mehr von euch nötig, um mich aufzuhalten. Mhm. Da vorn sind noch mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Komm her. Wir sollten nicht hier sein. Unsere Befehle lauten, den Tempel zu sichern. Nicht hineinzugehen, ich weiß. Scheiß auf die Befehle. Du weißt, was wir durchmachen mussten, um hierher zu kommen, den wir verloren haben. Meinst du, wir bekommen irgendetwas, sobald unsere Herren haben, was sie suchen? Meinst du, wir werden belohnt? Sicher nicht. Was sie hier auch wollen, es muss ein Vermögen wert sein. Stell dir vor, wie viel Land du dir kaufen könntest. Und wie viele Diener. Komm ich hier nicht hoch? Nee, hier komme ich nicht hoch. Ich dachte, ich könnte irgendwie da hoch und dann... Hallöche, wer bist du denn? Es war an der Zeit. Es war an der Zeit. Hey! Oh, nee. Ja, schaut euch das mal an. Huch. Ja, hörst du? Mal sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten. Finde den geheimen Eingang. Was ist das für Zauberei? Moment. Das Zeichen kenne ich. Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Tja, Roshan. Wie du willst. So,
So weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Oh, aber sie kann oder nicht. Die Bruderschaft steht zusammen. Na komm her. Jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Du denkst, ich erhebe mich darüber? Wach auf, Basim. Du gehst den Pfad des Ordens. Der Leute, die du einst schworst zu bekämpfen. Du erfüllst deine Ziele. Und gefährdest genau das, was du verteidigst. Hört sie gar nicht. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen, das man mir nicht zugesteht? Credo ist fehlerhaft. Letzte Chance. Ja, was? Halbes Leben? Verdammt! Ah, verdammt! Komm! Ich vertraute dir! Ich opferte euch alles! Und du lugst mich an! Wusstest es? Seit der Nacht, in der wir aus El Anbar flohen, kanntest du meine Wahrheit. Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ meine Sorgen außer Acht. Es musste sein. Du warst nur ein junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte, Gutes tun wollte. Ich bin immer noch hier. Na komm, Roshan. Na komm. Nein, verdammt. Es kann nichts Gutes von jenseits dieser Tür kommen. Damn. Ich habe ihr Herz getroffen. Oder Schulter. Gib auf. Basim. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim. Hier drüben. Ich weiß, was das ist. Der Schlüssel. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich.
In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Oha. Träumen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Was auch immer das hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ich weiß es nicht. Nihal, du beunruhigst mich. Jo, da am besten nicht reinfallen. Nihal, sieh mal hier drin. Auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben solche Bauten ja schon in... Nihal, bitte, sprich mit mir. In Assassin's Creed Origins gesehen. Odyssey auch. Junge, Junge, Junge. Okay. Nicht sein. Was? Woher kenne ich das? Das ist Teil der Wirklichkeit, Vasili. Auch ich bin Teil der Wirklichkeit. Du hast ihn getötet! Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Genug! Lass mich hier raus! Wie? Was? Was bist du? Sieh! Schau es dir selbst an! Zeig dich! Du wagst es, dich zu verstecken? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Wo bist du? Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben?
Sind es die meinen? Er scheint mir der Djinn deshalb zu echt. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Nein. Warum sehe ich das? Sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unnachgiebige Angst, sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Der, der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als Frieden. Ich versuche gerade das ein bisschen zu verstehen alles. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Die Zelle. Meine Zelle. Ich bin fast da. Kein Zurück. Das, was du bist. Schreckensbild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein.
Wie viel Zeit ist vergangen? Es ist vollbracht. Du hast deine Wahl getroffen. Nun treffe ich meine. Leb wohl, Roshan Bint La'ahad. Es war mir eine Ehre. Komm, Basim. Wir haben viel zu besprechen. So sei es, Mentor. Die ich begrub, an diesen Ort, dieses Gefängnis, an die Qualen, die ich hier erlitt. Jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen, im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang. Doch ich stellte mich der Vergangenheit, dem Schmerz, nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab, an einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich. Und jene, die mich in Ketten legen wollten. Sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt. Ja, liebe Freunde. Und das war's mit Assassin's Creed Mirage. Wir haben's durchgespielt. Junge, Junge. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu laut. Ich muss ein bisschen drüber plärren. Wie krass. Wie krass einfach. Es war krass, Freunde. Kann man nicht anders sagen. Sehr kompakt alles. Ich weiß nicht, ob es das kürzeste Assassin's Creed ist von allen Teilen. Ich weiß nicht, ob es kürzer als der erste Teil ist. Wenn ja, dann ist dem so, aber kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern, wie lange man den ersten Teil gespielt hat. Aber wow, was für ein Ende. Was für ein Ende. Am meisten, womit ich wirklich überhaupt nicht gerechnet habe, mit Nihal, dass die eigentlich nur eine Einbildung war. Aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Bedeutet das,
Ist Basim ein Isu? Waren Nihal und Basim Isu? Ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Ich hab's nicht so richtig... Also ich glaube schon. Ich glaube, sie waren beide Isu. Und der Djinn. Der Basim immer verfolgt hat, war, wie er selber gesagt hat, eine Erinnerung. Und die Assassinen wollten verhindern, also die Verborgenen wollten verhindern, dass Basim das herausfindet. So kann ich es mir nur zusammenreimen. Ja, Freunde, was soll ich sagen zum Spiel? Also, es gab viele gute Punkte, es gab ein paar schlechte Punkte. Im Allgemeinen überwiegen aber für mich die guten Punkte. Also, ich würde dem Spiel jetzt einfach mal eine 8 von 10 geben. Ja. Ein blöder Punkt war natürlich, dass man das, die chromatische Aberration, ich glaube, das hat auch viele gestört, dass man das nicht deaktivieren konnte. Dann war ein Punkt, dass man, ich glaube, für mich war dieses Zurück zu den Wurzeln nicht so sehr da, wie man es sich gewünscht hat, denke ich mal. Also, oder wie ich es mir gewünscht habe. Natürlich hatten wir jetzt nicht mehr so viele RPG-Elemente wie in den Teilen davor. Aber es war trotzdem nicht so wie der erste Teil. Also auch zu, was den Parcours angeht zum Beispiel, ne? Wir hatten Parcours-Elemente, die wir jetzt zum Beispiel in Odyssey und Origins nicht hatten. Aber es fühlte sich trotzdem irgendwie so an wie Origins und Odyssey. Ich weiß nicht warum. Das war irgendwie... Klar, man hatte jetzt hier und da so Elemente wie diesen Stock, den ich kaum benutzt habe. Oder dass man wieder um die Ecken sich an diesen Dingern festhalten konnte und dann so um die Ecken springen. Es war natürlich dadurch, dass wir in Bagdad gespielt haben, einer großen, engen Stadt, war das natürlich prädestiniert für Parcours. Als jetzt in der Wüste oder in Griechenland, wo man jetzt viel auf viel Wildnis hatte und so. Aber wie ich ja schon im Spiel zwischendurch, ich hoffe, ich bin zu hören, wie ich schon zwischendurch immer gesagt habe, es hätte alles noch enger sein können. Was ich gut fand, war, dass man nicht mehr überall hochklettern konnte. Aber da, wo man klettern konnte, das funktionierte nicht immer so einwandfrei. Ne? Manchmal bist du auf so einem Geländer stecken geblieben, konntest nicht mehr runterspringen. Oder hat sich nicht irgendwo festgehalten, sondern ist einfach 500 Meter in den Abgrund gesprungen, anstatt sich davor an irgendeiner Kante noch festzuhalten. Solche Sachen. Aber alles in allem, Freunde, fand ich es ein geiles Spiel. Und es hat mir sehr gut gefallen. Es waren nur ein paar kleine Kritikpunkte so von meiner Seite. Ich fand das Spiel super. Schön kompakt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Schön kompakt, es hat sich nicht so in die Länge gezogen. Man hätte vielleicht in der Wildnis noch hier und da ein paar mehr Sachen verstecken können. Man ist da rausgeritten. Gut, man hatte die Codex-Einträge. Aber ansonsten war da draußen nicht viel los. Aber, Freunde, es ging ja um Bagdad. Das Umland, es wäre auch komisch gewesen, das hatte ich auch schon mal gesagt, wenn man direkt am Ende von Bagdad so rundherum so wie so eine Barriere gehabt hätte, wie in Gothic oder so. Das wäre auch nicht so geil gewesen. Von daher ist das schon in Ordnung. Freunde, das war's mit dem Spiel. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir sehen uns in Assassin's Creed Valhalla wieder. Und darauf habe ich auch richtig Bock. Richtig Bock. Und jetzt Special Thanks
sehen wir hier gerade, die gehen auch an euch. Special Thanks, vielen Dank fürs Angucken von diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann in Valhalla wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.